Hallihallo, Hallöchen bei mehr Perma als Kultur. Ich wollte heute mal ein bisschen von meiner Permakultur zeigen, von meinem Pflänzchen, die ich schon so eingepflanzt habe. Jo, was ich vorgezogen habe, ist ja jetzt viel Regen gefallen in den letzten 2 Wochen und da ging die ganze Vegetation ab. Und ja, und jetzt fahren wir halt in Urlaub und dann bin ich natürlich gespannt, was in den nächsten 2 Wochen mit meinen Pflanzen wird. Dann mache ich jetzt mal ein Video, wie weit sie jetzt liegen sind. So, gehen wir mal hier. Als erstes habe ich hier, das sieht natürlich aus nur wie grün, halt Permakultur. Zwischendrin habe ich hier einfach mal ein bisschen Turbinabur reingesteckt. Dann habe ich, ja, hier habe ich mal einen Kern drin von einem Kürbis. Da sind ein paar Walnussbäumchen, die gekommen sind. Als ich hier umgegraben habe, habe ich die gesehen, habe ich mir die gleich eingepflanzt. Aber da ist gleich noch einer. Also ich liebe Walnussbäume und ich habe eine große Wiese und da habe ich schon ganz viele Walnussbäume gepflanzt. Und hier habe ich zwischendurch immer Mais stehen. Und der Mais, das ist Golden Bantam. Wer es nicht weiß, Golden Bantam ist ein Zuckermais und die Saat ist frei zugänglich für jeden. Jeder, wer will, kann den also kaufen, darf den weiterverkaufen bzw. kann diese Saatgut auch selbst immer wieder weiter vermehren. Da gibt es keine Patente oder so. Aber auch so, wenn es die gäbe, würde ich mich wahrscheinlich auch nicht dran halten. Wäre mir wurscht, wenn ich für mich das selber mache. Ne? Nur, ja, die meisten neuen Sorten oder so, die mag ich eh nicht. Und wenn es Hybriden sind, kann man sowieso vergessen. Also hier unsere die Walnussbäumchen. Und dann habe ich hier zwischendrin noch Kartoffeln. Die Kartoffeln sind eigentlich zufällig vom letzten Jahr noch ein paar drinne geblieben. Und die sind jetzt gekommen und das wären richtig schön große Pflanzen. Und dann haben wir überall auf dem ganzen Hang zwischendrin noch diese leckeren Walderdbeeren. Und dann habe ich hier Oregano. Hier auch nochmal. Oregano. Gehe ich mal weiter zu meinem Tomaten. Also hier habe ich mich mal mit ein paar Stecklingen von Äpfeln versucht. Irgendwie klappt es nicht so ganz. Das ist sonst einfach nur ein bisschen Wildkräuter. Ne? Da sind ein Wegerich drin und hier, der schmeckt übrigens sehr lecker. Das ist Sauerklee. Sehr vitaminreich, Vitamin C und schmeckt auch total lecker. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Oregano. Der wächst ja hier wie wild. Und hier habe ich nun meine ganzen vorgezogenen Tomaten unter der Überdachung. Verschiedene Sorten. Entsprechend sieht man auch schon verschiedene. Hier haben wir schon die ersten Blüten. Da freue ich mich schon drauf. Fleischtomaten, Cocktailtomaten, alles dabei. Und dann muss ich dazu sagen, bei den Tomaten, da liebe ich auch die Abwechslung und ich ziehe schon Tomaten seit 36 Jahren ungefähr. Das musste so, na gut, stimmt nicht ganz, 35 Jahre. Musste 2. Klasse Schulgarten gewesen sein. Da fand ich das total toll. Richtig super, dass wir was machen, was in der Erde stecken und es wächst als Kind. Und ja, und dann hatten wir eine Lehrerin, eine ältere Dame, die ist immer im Sommer nach Bulgarien gefahren und die hat halt so eine riesengroßen Fleischtomaten mitgebracht. Da hat die mir halt auch ein paar Samen abgegeben. Und die Samen habe ich natürlich dann zu Hause in der Erde gesteckt und habe dann die ersten Tomatenpflänzchen gezogen. Und dann hatten wir jedes Jahr, weil ich mich auch fleißig drum gekümmert habe, riesengroße Fleischtomaten. Das war für die damalige Zeit, war das schon, boah, der Hammer. Also diese standardmäßig, diese Harzfeuer und ich liebte Fleischtomaten, liebe ich heute noch. Ich habe hier jetzt gelbe Sorten dabei, alles mögliche. Ich habe auch noch Tomaten im Topf. Ach, was ich noch dazu sagen wollte, also die Tomaten unter der Tomatenüberdachung hier, die kann ich lange, lange ernten, auch wenn schon der erste leichte Frost kommt. Aber das Problem ist bei den Tomaten, dass die Tomaten, die direkt in der Sonne sind, die schmecken besser. Das habe ich schon mehrfach festgestellt. Und ja, ich guck mal hier noch. Hier habe ich mich mal auf dem Hang schon ein bisschen mit der Sense betätigt. Ist ja ziemlich hoch. Teilweise lasse ich das Gras stehen, das hohe. Ich nehme nicht alles gleichzeitig weg, weil ich nämlich die Wildkräuter
immer wieder mal welche raussammle. Hier sehe ich gerade wieder, der ganze Hang ist voll mit Walderdbeeren. Und hier oben haben wir auch schon den ersten Kirschbaum. Der ist, Zoom geht nicht. Der ist voll. Das ist ein veredelter Kirschbaum hier. Das dauert noch ein bisschen, die sind noch nicht ganz so weit. Das ist eine sehr, sehr große, schmackhafte Kirsche, so eine Herzkirsche. Das andere ist eigentlich mehr ein wilder Kirschbaum. Aber der wilde Kirschbaum, wenn der rot ist, schmeckt er auch sehr süß. Und hier ist mein Hochbeet. Und da habe ich ganz viel angelegt. Ich habe drei verschiedene Sorten. Kürbis drinne, Gurkenpflänzchen und dazu habe ich noch hier da eine Zucchini. Jo, mal sehen. Jetzt hat es so viel geregnet, wie das so in den das Ganze in 3 Wochen aussieht. Hier ist noch ein Ginkgo-Baum. Der Standort scheint nicht so super zu sein, weil der, ja, der braucht schon viele Jahre. Und hier haben wir auch nochmal Kirschen. So. Die Pflänzchen sind im Kürbis, diese Kürbispflänzchen oder Zucchini, die sind im Kompost gekommen, den ich umgeschichtet habe. Also da weiß ich nicht genau, was es von der Sorte ist. Ja, und hier habe ich nochmal mein älteres Hochbeet. Mit einer Zucchini noch drin, wilde Rauke, also Rucola. Oh, Knoblauch drin. Und hier im Töpfchen, das ist eine Buschtomate. Und zwar nennt sich die grüne Gurke. Das wären so Pflanzen, die sind ungefähr, ja, wo haben wir es, so lang. So ungefähr 7 bis 10 cm lange grüne Tomaten, die sehen aus wie kleine Gurken. Und das wird so ein Busch und die wächst auch nicht, also die wächst nicht in die Höhe, man braucht die nicht stützen. Jo, wenn euch das gefallen hat, gebt in dem Video einen Daumen hoch. Jo, ihr könnt mir auch gerne ein Abo dalassen oder einen Kommentar, wenn euch was interessiert. Also insgesamt sind es 10 Tomatensorten, die ich jetzt gepflanzt habe. Und das meiste lasse ich einfach wachsen, wie es wächst. Und dann gucke ich mal, wie es schmeckt. Gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.